Freunde Sky YouTube Sports, grüß euch. Ja, der Virus ist wieder am Start. Ja. Was habe ich für euch am Start? Und zwar habe ich mir was gekauft. Jetzt zeige ich euch erstmal was. Ihr kennt ja noch mein damaliges Roomtour-Video. Das werde ich hiermit dann einfach mal oben rechts in die Ecke nochmal einfügen, den Link für das Video. So, und jetzt seht ihr mal mein Schlafzimmer. Ich bin im Moment ohne Bettgestell auf dem Boden. Ja, so ist das. Aber da soll jetzt ein Bett hinkommen. Ja, aber passend zu dem, was ihr jetzt in mir da jetzt seht. Passend dazu, vom Holz. Ja, weiß ich, glaube, das müsste genauso dunkel sein. Genauso dunkel und auch weiß. Das passt also zu dieser Wohnwand, die ich übrigens geschenkt gekriegt habe. Dazu passt auch das Bett. Das Bett hat auch LED. Hat mich natürlich nur das Gestell, komplett das Gestell ja halt, ne? Ohne Matratze hätte mir noch mehr gekostet, aber vielleicht kommt irgendwann in den nächsten Monaten eine neue Matratze. Ich brauche eine neue. Ja, und hier kommen wir dann, hier haben wir jetzt das Unboxing dafür. Und das ist das Obergestell, also die Rückenlehne mit dem LED drin. Und da sind dann halt die Seitenwände 1,40 und mal 2 Meter. So, jetzt werde ich mir mal gucken, wie ich das schöne Ding aufmachen werde. Und ich muss mir auch Platz im Schlafzimmer machen. Das ist das nächste. Ach, jetzt kriege ich diese scheiß Hülle nicht ab, ey. Das geht so einfach und dann geht es mal gar nicht. Ach, die haben es kopfüber eingepackt. Aber auch, guck mal, sehr schlecht verklebt. Mega schlecht verklebt, Alter. Also für den Preis muss man schon aufpassen. Selbst die Paketboten, ja, dieses Stück Scheiß von GLS, machen den Karton kaputt, nur damit sie es getragen kriegen. Nichts im Ärmel mehr haben sie, diese faulen Bengels. Ist nur gekommen, hat die Dinger dahingestellt und ist direkt wieder abgehauen. Solches Drecksvolk. Da liege ich lieber von der Deutschen Post was. Als auf dem GLS. Heute geht es nur noch ums Geld. Der Euro ist nichts mehr wert. Die Leute werden nicht mehr richtig bezahlt. Und wenn man so überlegt, dass man für 1, 2 oder 1, 1 arbeiten geht heutzutage, damit man überhaupt was hat, da ist es schon verständlich, dass der ein oder andere einfach sagt, hey, weißt du was, ich mache Hartz IV und leck mich am Arsch. Ich kriege 700 Euro, aber ich muss mich nicht kaputt machen wie die anderen Idioten, aber der Unterschied ist immer noch, wenn du 1,1 verdienst oder 1,2 verdienst, du kannst dir mehr leisten als ein Hartz IV, Arsch. Ist leider so. Das macht dich dann schon noch mal ein bisschen bemerkbar, dass du dir dann doch mal ein bisschen was leisten kannst, wo du sonst nicht so das Geld für hattest. Ja, traurig, aber wahr. So, bei mir ist nicht ganz sauber. Ich habe noch eine Erkältung, die ich mit mir rumschleppe. Ich bin das im Krankenhaus gewesen. Ja, da machst du nichts. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich das Ding wieder hochkriege. Ah, so. Dann wollen wir mal gucken. Was da jetzt noch alles drin ist. So, den Deckel aufmachen hier. Schön mal hoch ganz an die Wand. Wenn die Kameraführung nicht perfekt ist, sorry. Aber ich muss ja irgendwie mal. Ah, ja. Das ist auf jeden Fall der Stecker für das LED, was dabei sein soll. Ja, das ist. Ja, ich dachte, dass da wäre ein Schutz drin. Aber da seht ihr die LED verklebt. Und das kommt, das Ganze kommt dann so als Kopfteil. Und dreckig ist es auch. Mann, Mann, Mann. Für den Preis kann man nichts Gescheites erwarten. Ja, mal gucken, ob ich das sauber kriege. Sauerei, ey. Aber ich habe die Rezension gesehen, dass sich eine haben gesagt, oh, nicht schlecht, gute Sache und so weiter. Und die anderen haben wieder gemäkelt. Ja, das Licht fehlte, der Stecker fehlt dazu und hier und da. Ich denke, okay,
Aber alleine, das war mir dann doch egal. Die Sache von den Farben her und so weiter. So, warum das jetzt beide schwarz ist, kann ich mir jetzt auch nicht erklären. Das eine ist drin und das eine ist draußen. Ja, da kommt die Mittelstange rein. Das soll 1,40 sein. Das kann ich irgendwie gar nicht glauben. Das sieht kleiner aus, als ich halte das einfach mal an die Matratze. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Ne, passt tatsächlich. Wenn man das so sieht. Cool. Sehr nice. Und gleich erstmal eben schnell durchfegen hier. So. Ne, was ist mein Karton wieder rein? Ja, genau. Die kennen wir ja aus Holz. Ich hatte ja vorhin alles aus Metall. Die muss ich noch alle anschrauben oder was? Oder kann ich die vielleicht klippen? Da sind Plastikpinne dran. Dann kann ich die pinnen. Gut. Ja, machen wir mal, was in dem restlichen Karton drin ist. Ah. Sehr schön. Ah, das wird mal ein komisches Unboxing. Ich habe ja das von dem Gaming-Stuhl gemacht. Hat nicht mehr als 100 Aufrufe. Bisschen wenig, deswegen habe ich mir gedacht, dass ich sowas nicht nochmal machen will. Weil sich das, glaube ich, kein Mensch anguckt. Wie ich so ein Unboxing mache, wie ich was aufbaue oder so. Das wissen die Leute einfach zu wenig zu schätzen, was man alles macht. Die Mühe, die man sich mitmacht mit den Videos, das wissen manche Leute nicht zu schätzen, weil sie einem nichts gönnen. Wir sind halt egoistisch ein bisschen veranlagt, gucken nur auf sich selbst. Wenn jemand anders mal so ein bisschen zu raiden, unterstützen, haben Angst, dass sie selber zu kurz kommen. Alles absolut falsche Einstellung. Was willst du machen? Das ist YouTube. Jeder will YouTube, hat immer noch den Krampf, Geld damit zu verdienen. Aber mal ganz ehrlich, wer schafft das heutzutage noch? Das Thema ist durch, denke ich. So, noch mehr Klötze. Hier müssen die Akkus drin sein und die Fernbedienung. Das sind die Füße. Das sind die Schrauben. So, da haben wir das. Da haben sie nicht mal Farbe für gehabt. So ungefähr sieht dann das Bett aus. Dunkel und weiß. Eigentlich sollte das ja braun sein irgendwie, anstatt schwarz. So sah es zumindest im Internet aus. Ja. Hier ist noch so ein Teil. Schon ein bisschen merkwürdig, weiß ich. Teile drinnen. So, da habe ich zwei lange. Da habe ich ein kurzes. Hey. War komisch zusammengenäht. Das ist nicht mal mittig. Das ist ja voll doof. Ja gut, das wahrscheinlich dann unten vorne vor. Aber das ist auch schon dreckig, sehe ich. Oh Mann, ey. Naja, ich werde das jetzt erstmal alles auseinandernehmen. Mal alles ausgepackt. Teile habe ich aber schon genommen. Wie die Füße zum Beispiel. Ich habe ja Bestandsaufnahme gemacht von dem Zettel. Wie viele Teile das sind, ist auf jeden Fall alles da. Oder nicht auf dem Zettel. Kann man dann halt sehen. Und nur Buchstaben und Zahlen. Auf dem anderen Zettel halt ein bisschen vergleichen. Was wie zusammengehört. Aber erstmal will ich das zusammenbauen. Unter Oberteil, Füße dran. So, das erste habe ich schon mal. Das ist jetzt fest. Es wackelt halt, aber ich denke, wenn alles zusammen ist, sollte das Stabilität haben. Oh, das ist sehr dünnes Holz. Dahinter, da ich habe Klettverschluss. Lustigerweise ist hier Klettverschluss außenrum. Damit ich das Teil und das Teil verbinden kann. Das seht ihr halt hier. Na, das ist glatt, damit ich die Schrauben, das sind vier Stück, die ich da reinzimmern kann. Die Füße sind aus Plastik, in schwarz. So auch der Anleitung steht, mit dem Schrägen nach innen. Habe ich aber nach außen gemacht. Weil, wenn man sich mal das Fußende anguckt, ja, da habe ich das nach außen gemacht.
wie beim Kopfteig. Oh, scheiße. Da habe ich es falsch rum. Da muss ich noch gleich drehen. Scheiße, da habe ich so das. Wenn ich das da außen mache, guckt das wahrscheinlich ein Stück rüber. Deswegen habe ich das wahrscheinlich reingesetzt. Ja, das ist halt. Von der Maß ein bisschen komisch, aber naja. Das nächste, wo ich mich dran übergebe, sind die Seitenteile. Und hier verschrauben. Wir haben jetzt auch die Schrauben zusammengesucht. Jawohl, dann muss ich sagen. So, wie man sehen kann, haben wir das ganz grob jetzt zusammengekleistert hier. Das passt, wackelt und ist fest. Also ein Element aus dem Schrauben festgezogen. Und jetzt kommt die Montage mit dem Holz. Ich und mein Holz. So, genau. Ja, richtig, ne? So. Machst du das einfach nur. Einfach nur die Löcher klicken. Ja. Ah, alles klar. Muss ein bisschen auf Spannung sein. Ja, ich merke schon. Aber das ist Plastik und Holz. Wenn man an das altes Bett denken, dann hatte ich nur Metall. Das ist dann halt irgendwo dann wieder einfach auseinanderzunehmen. Finde ich halt mal nicht schlecht. Im Großen und Ganzen. Das seht ihr dann nochmal so ein bisschen das weiße Kunstleder sauber machen. Aber dann haben wir dann auch. Ja, man sieht es halt, ich sehe es halt von hier, weil ich es weiß. Da und da. Ich habe es noch nicht gesehen, muss ich zugeben. Ja, wenn du es hier guckst, da ist Dreck. Ah, so ein bisschen dunkler. Ja, da haben sie bestimmt keine Handschuhe angehabt. Naja, so, wir machen das jetzt noch zusammen hier und dann mal dazu drauf und dann gibt es noch mal ein kleines Bildchen und dann machst du das, So, es ist etwas dunkler. Ja, ich will zwischenzeitlich noch mal so ein, zwei Feierabendbierchen mit meinen Kollegen gegönnt habe. So, es sieht ziemlich leer und es halt auch ziemlich sehr. Ihr seht auch, dass dieser Haufen da normalerweise hier war, die Kommode, die stand dann halt da. Aber der Rechner da unten funktioniert noch, den möchte ich mir wieder heute, wenn ich noch Lust dazu habe, oder morgen noch aufbauen. Monitor komme ich noch für 10 Euro dran, das ist nicht das Problem. Boxen habe ich auch. 2, 2, 1 reicht, kann ich mir endlich mir nur bei der Festplatte oder sowas mal hier wieder ein Filmchen in Ruhe angucken aus dem Bett. So, und da kommen wir zum Eyecatcher. Ich habe das mit dem LED. Da habe ich eine Antenne. Und zwar, dieses Bett hat mich 104 Euro bei eBay gekostet. Machen wir mal so eine Aufnahme, damit ihr das so seht. Das andere ist, es ist teils schwarz und ja, die Füße sind schwarz, sind aus Plastik. Die Montage war ziemlich leicht. Also da bräuchte man, wenn man gesunden Mensch verstanden, braucht man da nicht mal eine Anleitung für. Ich habe einen anderen Sender, einen anderen Empfänger genommen. Der dabei war ein bisschen klein und ein bisschen dünn. Das Ding ging auch nur bis zur Hälfte. Und dann habe ich mir behelfsmäßig das hinten mal festgeschraubt in den Empfänger. Und hier habe ich, wie ihr seht, ja so eine Klemme, da habe ich mir Gummi reingemacht, damit das Ding auch steht. Damit ich das mit der Fernbedienung. Das Blöde ist halt nur, wenn sich das Kabel dreht. Ihr müsst sehen, dass dieses runde Stück hier den Empfang nimmt von der Fernbedienung. So, jetzt kommen wir zum Eyecatcher. Mega geil. Jetzt mache ich mal das Licht aus. Ich hoffe, man sieht das noch dann. So geil. Absolut geil. Richtig schrill und hell. Wie gesagt, ich habe mir einen anderen Empfänger hinten dran gemacht. Das ist diese weiße, wo die Antenne rauskommt. Dieser weiße Trafo da, dieser Umwandler. Und ja. Weil auch die Fernbedienung dabei, der hat nicht so lange Reichweite, wie ich es mit der Fernbedienung habe. Die Fernbedienung habe ich mit dem LED im Wohnzimmer unter meinem Computertisch. Und damit kann ich dann von hier aus einfach zack und kann es wieder anmachen. Das ist halt geil. Ich habe Felder drin, also es kommt richtig gut. Ich bin halt noch am Überlegen, ob ich das nicht ein bisschen ausbauen kann. Das heißt, eventuell mache ich in diesem kleinen, schmalen Fach, wo ihr jetzt das Licht drin seht. Aber ich kann euch das mal näher zeigen. Das LED kommt von da oben weg. Da oben ist die LED, habt ihr ja gerade gesehen. Ja.
dass ich hier eventuell Alu reinmache. Alufolie, dann glänzt das noch mehr oder strahlt noch mehr aus oder ein Spiegel. Aber ich lasse erstmal das, das ist weiß und das kommt auch schon gut rüber. Und ich denke, für Schlafzimmer reicht. Für eine gemütliche Atmosphäre mit einer Freundin, wenn ich irgendwann mal eine habe, gibt es einfach mal Rot. Und blau fühle ich mich gut. Ich kann es jederzeit ändern. Das ist total geil. Oder halt einfach nur halt mal ein bisschen weiß. Ja, und das alles mit einer, mit der gleichen Fertigung wie in der Küche. Habe ich dann halt geschickt gelöst. Das heißt, in der Küche, im Wohnzimmer mache ich Feierabend und hier mache ich dann noch ein bisschen über Handy oder irgendwas anderes. Und ja, ich brauche irgendwann mal noch eine neue Matratze, weil die ist ziemlich weich. Vielleicht eine Schaumstoffmatratze irgendwann oder was. Dann ist das eigentlich perfekt. Ein zweites Kopfkissen habe ich noch. Und das heißt, wenn ich immer eine Freundin habe, hey, geil, ich habe doch wenigstens ein gescheites Bett und ich bin nicht mehr auf dem Boden. So, ja, und das dazu, Licht wieder an, Moped wieder aus. Ja, das ist jetzt mal auch wieder ein Unboxing gewesen. Hoffentlich hat es euch gefallen, so mehr oder weniger. Und alleine fürs Bett oder sowas, könnt ihr mal einen Daumen da lassen oder nicht. Oder ansonsten ein Abo. Und ich würde sagen, danke, dass ihr euch das Video angeguckt habt, dass ihr euch das so lange gegeben habt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Virus. Ciao mit V.